Dieser Haushalt drückt das ganze Elend und die Beliebigkeit der Merkel-Ära aus. Die wohl dunkelste Kanzlerschaft, die Deutschland erlebt hat. Gott sei Dank, diese Zeit neigt sich nun dem Ende zu. Ebenso, und das dokumentiert dieser Haushalt, neigt sich die Zeit der SPD dem Ende entgegen. Denn Sie, meine Damen und Herren, erinnern mich leider nur noch an ein versifftes Kiffer-Ehepaar, das mittags zu einer Anti-Auto-Demo geht, dabei die Haustüre sperrangelweit offen stehen lässt, während der Sohn und die Tochter trotz dieses desolaten Elternhauses als Facharbeiter schaffen.